Was erreicht man in IFC 24 ohne FC Points Tag 52 am ersten Weihnachtsfeiertag, Freunde? Ich hoffe, es geht euch gut. Heute gibt es wieder eine Runde RTG auf meinem Kanal und wir starten direkt rein mit ein paar Player Picks. Wir werden heute das ein oder andere Pack natürlich noch öffnen und wir werden die Weekend League zu Ende zocken. Und ich will direkt zum Start des Videos Gabriel Martinelli direkt abschließen. Ich habe ultra Bock auf die Karte. Haben wir ja im letzten Video schon angefangen, den Mann. Und ich würde den unfassbar gerne heute in der Weekend League mal testen. Und die 82 Plus Picks starten schon mal richtig gut. Dafür, dass die in letzter Zeit jetzt nicht unbedingt meine Lieblingspicks waren und wir hier auch zwei mit den schlechtmöglichen hatten, sind die trotzdem unterm Strich gut. Ziehen sogar noch einen Inform. 10 von 10. Also damit bin ich sehr zufrieden, denn wir müssen natürlich auch gleich noch die 10x83 Plus Packs fertig machen. Ihr habt mir ein paar Kommentare geschrieben. Viele von euch wollen, dass ich den Rollet abschließe. Ich muss es mir doch überlegen. Eusebio steht auch im Raum, aber jetzt konzentrieren wir uns erstmal auf Gabriel Martinelli. Den sollten wir auch mit dem Futter im Verein easy abschließen können. Das läuft einfach schon seit längerem richtig, richtig gut, muss ich sagen. Man bekommt, wenn man aktiv FC24 zockt, meiner Meinung nach extrem einfach an Futter und alle haben extrem gute Teams. Das kann man so und so sehen. Für mich persönlich finde ich aber, dass das extrem gut ist. Und was ist jetzt hier? Evolutions. Okay, ich weiß jetzt nicht, was genau für eine Evolution das gewesen ist, um ehrlich zu sein, aber okay. Keine Ahnung, welche Evolution da abgelaufen ist. Aber darum soll es gar nicht gehen. Wir haben hier noch bei den Zielen einiges an Stuff. Und zwar hier beim Adventskalender bin ich jetzt bei Türchen 21. Wir können hier ein 2x84 Plus Pack mitnehmen. Wir haben hier schon 5 Spiele in der Weekend League gemacht, beziehungsweise 9 eigentlich. Aber ja, haben jetzt hier noch 2 Sachen. Alter, da bekommt man ja auch ein Inform. Das ist sehr, sehr cool von EA, dass man über den Weg auch an Informs kommt, weil Informs sind einfach dieses Jahr absolut crazy Gold wert. Wirklich, man muss da alles mitnehmen, was geht. Ich habe auf TikTok gesehen, dass jemand aus dem Pick hier Pelé gezogen hat. Wäre zu schön gewesen. Hätte ich da jetzt auch einen Pelé bekommen. Aber vielleicht ziehen wir den ja noch aus einem anderen Pack. Ich denke, leider nicht. Aber wer weiß. Sind wir jetzt hier im Season Pass nochmal weitergekommen? Nee, okay. Ich habe mir den ehrlich gesagt auch noch gar nicht so richtig angeschaut. Podolski ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Mit 99 Schießen. Dann haben wir hier ein 10x83 Plus oder Kuhl. Würde ich das 10x83 Plus nehmen. Gibt auf jeden Fall sehr, sehr viel Stuff. Die Season läuft auch einen guten Monat. Und danach sollte eigentlich das Team of the Year starten. Ich denke, dass es ungefähr so kommen wird. Und dann starten wir jetzt hier rein zum Anfang des Videos mit einem kleinen Pack-Opening. Mit ein paar soliden Packs. Dann eine 10x83 Plus Session. Dann schließen wir Gabriel Martinelli ab. Das ist der Fahrplan fürs heutige Video. So, die vermeintlich etwas schlechteren Packs sind jetzt weg. Jetzt könnte es aber gut werden. 2x80 plus, gut. Ist jetzt auch nicht so unbedingt krass. Aber 83 und 84 ist auf jeden Fall stabil. Weiter geht's mit einem 80 plus mal 5. Rein da. Ja, okay. Da braucht man schon ein bisschen mehr Luck, um da einen Walkout zu ziehen. Müsste Gnabry oder Sané sein. Es ist Sané. Unterm Strich auch ganz in Ordnung. Und dann kommen wir zum besten Pack. Hoffe ich zumindest. 2x84 plus. Und das ist ein Walkout gewesen, oder? Let's go. Haaland oder Dingens? Okay, Hegerberg nehme ich trotzdem sehr, sehr gerne mit. Mit einer 89. Extrem nices Futter. Damit kommen wir dem Gabriel Martinelli doch mal ein Stückchen näher. Zweite Karte ist Lucas Hernandez mit einem 84er Rating. Ja, ist okay, würde ich sagen. Was haben wir hier noch im Shop-Pack? Okay, wir haben schon wieder ein 10-Münzen-Pack. Ich weiß gar nicht, wie oft man die ziehen kann, um ehrlich zu sein. Aber ich habe gerade gesehen, in 13 Minuten kann ich es wieder ziehen. Das ist sehr, sehr nice von EA. Danke für die ganzen Karten. Ohne Spaß, Mann. Das Vorschau-Pack ziehe ich natürlich auch noch. Da gehen wir rein. Kann man ja nie wissen. Wir hatten schon sehr, sehr lange nichts mehr Gutes, muss ich zugeben. Aber irgendwann wird der Tag wieder kommen und wir ziehen eine Spezialkarte oder einen Walkout. Der Tag wird definitiv kommen. Und wir machen jetzt weiter mit dem nächsten Programmpunkt. Und zwar gehen wir in die Upgrades rein und da sehen wir 10x83 plus und ansonsten Hero Pick würde ich jetzt heute nicht mehr machen. Ich glaube, die Base Heroes, die brauchen uns jetzt nicht mehr zu krass zu interessieren. Da gibt es nur 2 Karten, die ich haben wollen würde. Das sind Lucio und Ginola. Und die Wahrscheinlichkeit, die zu ziehen, ist jetzt nicht riesig. Da ist das Ding. Das erste 10x83 Plus ist
abgeschlossen. In der letzten Folge hatten wir auch einige Packs davon gezogen und die waren leider nicht so gut. Deswegen, das muss ich heute ändern. Lasst gerne zum Supporten einen Daumen nach oben da. Würde mich heute mal über 4444 Likes auf diese Folge freuen. Ihr seid die besten Freunde. Drückt auch gerne auf Abonnieren, um keine Videos mehr zu verpassen. Und dann gehen wir rein ins 10x83 Plus Pack Nummer 1. War das ein Walkout? England, Rechtsverteidiger, Trent Alexander-Arnold. Okay, es ist leider nur einer. Wir starten wenigstens mit einem Walkout, weil aus der letzten Folge hatten wir aus 3 10x83 Plus Packs keinen einzigen Walkout. Das war richtig, richtig nicht gut, um das mal so zu sagen. Wir haben aber einen Inform drin, was sehr nice ist, weil Informs sind einfach Gold wert. Ich sag's euch immer wieder. So, mit den Duplikaten aus dem 10x83 Plus Pack gehen wir rein in die nächste. Martinelli SBC, machen da gut Fortschritte. Den bekommen wir easy, easy hin. Insgesamt 6 SBCs. Wir brauchen wirklich nicht darüber reden, dass der vielleicht ein Ticken zu teuer ist. Aber ich hab's auch schon im letzten Video gesagt. Wenn man sich die Playstyles anschaut, plus die Stats, dann ist er noch Brasilianer, spielt in der Premier League. Es ist absolut klar, dass der so viel kostet. Ich finde den Preis sogar gerechtfertigt. Einigermaßen zumindest. Und wir ziehen sogar einen Tradable Hero, sage ich schon. Ein Tradable Walkout. Nice. Werde ich verkaufen, weil wir ziehen bestimmt über andere Wege auch wieder irgendwelche Walkouts. Sehr, sehr nice. Ich bin sehr gespannt auf den Martinelli. Wir werden den heute ausgiebig testen in den letzten 11 Spielen. Ich habe ja gestern, beziehungsweise in der letzten Folge, nur 9 Spiele gemacht. Ich nehme das Video gerade am Samstagmittag auf, damit ihr da Bescheid wisst, weil ich bin auch über die Feiertage bei meiner Familie und werde jetzt hier Samstagmittag die Weekend League beenden. Ich bin gespannt, was da für Gegner heute auf uns zukommen. Könnte ölig werden. Und Freunde, schaut euch mal bitte gerade meinen Verein an, was nur die Goldkarten angeht. Einfach De Bruyne, Lever, Benze, Courtois, einfach 4 Karten, 90 plus. Dann haben wir hier nochmal eine Seite mit Walkouts und fast nochmal eine Seite. Also, Digga, ich schwimme gerade in Futter. Deswegen ist der Martinelli auch wirklich absolut kein Problem, aber deswegen sollten wir uns auch bald entscheiden, wie es um Eusebio und Rullit aussieht. Ey, früher auf YouTube konnte man noch Umfragen innerhalb der Videos irgendwie einbauen, dann konnten die Leute darüber abstimmen. Ich glaube, das gibt es mittlerweile leider nicht mehr. Würde ich sonst nämlich super gerne mal machen und da würde mich extrem eure Meinung interessieren. Das Ding ist einfach, der Rullit, er kostet fast 3 Millionen, das ist so heftig, aber ich meine, es ist halt auch Rullit in-game, ne? Mit den Haaren, man zahlt den Preis halt irgendwo auch für die Haare, muss man sagen. Die Haare sind es halt irgendwo auch wert, muss ich sagen. Weiter geht's. Zweites 10x83 Plus. Pop. Okay, nee, es ist Schüller. Schüller? Schüller oder Schuller? Schüller, sage ich. Es ist Schüller. Wusste ich doch. Gar kein Problem. 86er Schüller ist in Ordnung, aber noch ein Inform und dadurch ist es sehr gut. Und damit ist das letzte 10x83 Plus Pack erledigt. Wir haben leider keinen Double Walkout gezogen. Aber jetzt haben wir die Chance, einen Double Walkout im letzten Pack zu ziehen. Ich würde auch ultra gerne eine Winter Wildcard Icon ziehen. Aber ich meine, wer nicht, Freunde. Wir gehen rein. 10x83 Plus und es wird ein Walkout. Deutschland, ZM, Toni Kroos, wer sonst? Es ist nie Gündogan, also fast nie. Und es ist ein Double Walkout. Perfekt. Mit Bernardo Silva, sehr nice. Nochmal Futter für Gabriel Martinelli. Und dahinter ist sogar noch ein Inform auf Ansage. Leider nicht. Aber unterm Strich, warum sage ich zurzeit eigentlich immer unterm Strich? Ich weiß es nicht. Unterm Strich war es echt gut, muss ich sagen. Also, bin zufrieden. Und durch den Duplikat Bernardo Silva gehen wir direkt rein in die teuerste SBC von Martinelli. Geben jetzt hier diese ganzen 88er und 87er Karten ab, was schon einiges ist. Aber der Martinelli wird es heute zurückzahlen mit ein paar schönen Dribblings, mit ein paar schönen Toren. Und dann haben wir ein sehr nice, eine sehr nice Flügelzange, bestehend aus den zwei Brasilianern, Kaká und Gabriel Martinelli. Die werden harmonieren, Freunde. Die werden harmonieren. 87er Team ist damit auch ready. Wir geben jetzt zwei 89er Karten ab, aber ja, damit habe ich schon gerechnet, dass wir die heute, ja, mit reinpacken müssen. Ich würde die eigentlich so auf Dauer immer gerne sparen, die richtig high-rated Karten, für richtig high-rated SBCs, die in der Zukunft noch auf uns zukommen. Aber wir kriegen die schon wieder zurück irgendwie. Wir kriegen die schon wieder zurück. Da mache ich mir keine Sorgen. Und jetzt fehlt uns nur noch ein 84er-Team und noch ein 87er-Team. Okay, das ist schon teuer. Das ist schon teuer. Hier ist das nächste Team. Wir geben einiges an Spezialkarten ab, unter anderem Schucker, unter anderem den Hero Gianluca Vialli, aber naja, brauchen wir alles nicht, deshalb weg damit. Wir geben halt hier einen 83er Inform rein, deswegen zieht er das Rating ein bisschen nach unten, ist nicht so gut gewesen, aber machst du nix und damit fehlt nur noch das 84er Team und dann haben wir ihn, Gabriel Martinelli. Ich hab Bock. Und da ist die letzte SBC, 84er Team, also
Habe ich jetzt überhaupt Karten gekauft? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube nicht. Musste nichts kaufen für den Gabriel Martinelli. Ich musste nur mein halbes Futter hergeben. Also, ja, war ja dann dadurch kostenlos. Das ist immer die beste Logik, Alter. Ich habe keine Coins ausgegeben, also war er kostenlos. Gabriel Martinelli Winter Wildcard sieht sehr schön aus. Sieht sehr schön aus. Komm, zeig mir die Winter Wildcard Animation. Wenn ich sie schon nicht über die Packs sehe, dann wenigstens über die SBC. Und da ist der Mann. Sieht knackig aus. 90 Dribbling, 92 Tempo, 5-Star Skills im Argentinien-Trikot. Es passt mal wieder überhaupt nicht. Und ich bin eigentlich auch bereit, vielleicht zum Jahr 2024 mal das Trikot zu ändern. Könnten wir uns definitiv mal überlegen. Da ist der Mann. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie er performen wird. Ich werde den wahrscheinlich doch eher über den linken Flügel spielen und dann einfach mal schauen, wie er sich da zocken lässt. Wenn er nicht performt, können wir den auch mal mit KK tauschen und damit gehen wir rein in unser Team. So, Gabriel Martinelli bekommt noch einen Playstyle und dann packe ich den vorne rein und er ist direkt auf voller Chemie. Nice. Mega nice. Hätte ich nicht gedacht. Dann hat sich das schon erledigt. Al-Oberan packen wir auf die Bank für Sissoko, würde ich fast sagen. Sieht nice aus. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und jetzt bin ich wirklich sehr gespannt, wie der sich spielen lässt. Ich hoffe wirklich gut, weil wir haben schon einiges für den hingelegt. Wir gehen rein. Wir stehen übrigens 8-1 in der Weekend League. Abfahrt. Wir gehen rein ins erste Spiel des Tages. Ich mache mich jetzt aufs Schlimmste gefasst, dass es sehr, sehr verschwitzt wird, weil ich einfach Freitag angefangen habe und jetzt Samstag Vormittag die Weekend League beende. Ja, das wird wahrscheinlich anstrengend. Und da ist er. Gabriel Martinelli. Oh mein Gott, er ist der Beste. Er ist der Beste, Jungs. Okay. Junge, und der Gegner ist ja mal der heftigste Ehrenmann. Er ist nicht rausgequittet, obwohl ich die ganze Zeit den Ball hatte und rumgetrippelt bin. Nimmt mir den Ball ab und macht ein Eigentor und gönnt mir den Sieg. Genau so muss man das machen. Schramm, Naldo, du bist wirklich der Beste. Ich wünsche dir frohe Weihnachten, paar entspannte Tage. Kuss geht raus. Wir machen direkt weiter. Schmeichel ist wirklich auch mittlerweile ein Dauergast in der Weekend League. Und der Kollege upgradet gerade den Kolo Muani. Da bin ich ja auch noch am überlegen, ob ich das machen soll. Aber ich sage euch ganz ehrlich, ich werde es wahrscheinlich nicht machen. Ich habe richtig Bock, irgend so ein richtiges Hidden Gem zu finden. So eine richtig, richtig schlechte Bronzekarte von ganz unten nach ganz oben hochspielen. Und dem irgendwie 5 Sterne Skills geben. Das ist aktuell so mein Ziel. Ich habe mich da aber noch nicht drum gekümmert, einen Spieler zu finden, der da reinpasst. Ah, Martinelli. Junge, er ist brutal beweglich. Guckt euch das an. Also das ist heftig. Also da kann ich schon mal sagen, Beweglichkeit mit dem Technical Playstyle ist absolut on point. Ja, Lewandowski. Macht er gut, Gegner moved falsch, 1-0 und er drückt auch sofort Pause und quittet. Also die Leute zocken hier wahrscheinlich gerade auch fast alle noch vor Weihnachten ihre Games zu Ende und müssen hier schnell durchkommen, habe ich das Gefühl. Nächster Gegner mit einem 88er Philipp Max am Start und einem 93er Team of the Group Stage Mbappé. Nein, Mbappé macht den rein, der sah gar nicht mal so gut aus, der Kopfball. Starker Pass und Lewandowski finished. Bruder, ich move komplett in die Ecke. Lewandowski, Freistoß. Alter, das muss der beste Freistoß gewesen sein, den ich dieses Jahr auf jeden Fall geschossen habe. Lewandowski, perfekter Ball. Mbappé, 3-2, sauber rausgespielt. Ja, Martinelli geht hier durch mit dem Technical Playstyle, hat auch den Finesse-Shot Playstyle und macht ihn rein. Da ist die erste Bude. Ich finde ihn mega nice. Sein Body-Type ist so richtig lean und fühlt sich extrem geschmeidig an. Also wirklich eine perfekte Karte für meinen Spielstil, muss ich sagen. Und damit ist auch das Spiel vorbei und wir stehen 11-1. Läuft sehr gut. Also erstes Fazit zu Gabriel Martinelli. Ich finde alles top, aber er lässt sich leicht vom Ball trennen. 66 Stärke merkt man extrem leider. Hat jetzt nicht den wuchtigsten Körper. Da muss man aufpassen, dass man nicht zu schnell in die Zweikämpfe mit bulligen Außenverteidigern gerät, weil dann ist der Ball schon relativ schnell weg. Alles andere finde ich aber sehr, sehr überzeugend. Weiter geht's. Alter, Schmeichel mal im Kasten und POTM Mbappé. Komm. Batscha, da steht Plonk. Und der macht das 1-0. Ich muss echt mal abchecken, wie viele Tore mittlerweile Plonk auch geschossen hat. Es müssten auch viele sein mittlerweile. Oh, der landet bei Lewan.
Lewandowski und er macht das 2:0. Modric, schöne Kiste, 3:0. Ah, es läuft wunderbar, es läuft wunderbar. Boah, was ein Pass von Kaká, Lewandowski. Ah, es ist einfach nices FIFA, was ich spiele. Muss ich echt sagen, ich bin so zufrieden dieses Jahr. Vor allem seit den letzten Wochen, es läuft so gut, Mann. Martinelli, sauber, in der Mitte steht Kaká. Und er macht ihn rein. 5:0. Aber der Gegner hat Bock, jetzt hier an Weihnachten nochmal richtig lange 90 Minuten mitzunehmen. Oh, das sieht gut aus. Martinelli, Kaká, 6:0. Mbappé ist schneller als alles andere auf der Welt. Gegner moved nicht gut. 7:0. Ja, das Ding ist wahrscheinlich durch. Also vielleicht startet der Gegner noch das Comeback des Jahres. Wer weiß. Mbappé darf auch nochmal. 8:0. Also das ist gerade echt ein bisschen quatschig, 9:0, aber ja, egal. Ja, da ist er doch, der Ehrentreffer. Bitte, Critty, mach dich zur Legende, schade. Das wäre der Klassiker gewesen. Und damit gewinnen wir auch das Spiel. Ich glaube, wir stehen 12:1, kann das sein? Sehr, sehr gut. Weiter geht's. Wir haben noch die Chance, Rang 1 zu erreichen. Also vielleicht beschenke ich mich ja jetzt zu Weihnachten mit Rang 1, nachdem es die letzten 3 Wochen zweimal fast geklappt hätte. Aber ja, wird schwierig. Wir dürfen dafür nicht mehr verlieren. Da steht er. Mbappé 1:0. Boah, das hat er richtig gut gemacht aus dem Nichts. Das macht er sehr gut. Lewandowski, wir führen wieder. Nein. Ah, das ist der Grealish mit dem Playstyle plus Finesse-Shot. Oh, Kaká. Sehr gut gemacht. Mbappé 4:2, wichtig für die Führung. Ah, das ist der Anschluss. Oh ja. Mbappé, ganz wichtig. Kaká, Mbappé, Lewandowski und das Spiel ist durch. Und damit ist das Spiel vorbei und wir stehen 13:1. Weiter so. Wir gehen rein ins nächste Game. Rota Marquisio. Sieht nach einem ekligen Team aus. Oh, was war denn das für ein Schuss? Oh ja, Mbappé zum 1:1. Ja, Martinelli. Junge, sein Playstyle ist so stark, wirklich. Ja, Martinelli. Bruder, endlich bin ich auch einer von denen. R1 und Abfahrt, wirklich, es ist zu einfach mit Martinelli. Es ist crazy. Und der Gegner quittet, da hätte ich auch keinen Bock mehr. 14:1, weiter geht's. Mindestziel sind auf jeden Fall wieder die 16 Siege, aber bis jetzt läuft's ja sehr gut. Boah, was ein Kopfball von Lever. Der war richtig stark. Ja, 1:1. Gegner ist stark. Gegner ist definitiv stark. Der kommt nicht schlecht. Plonk, der Beste. Ja, Lever. Junge, es ist absolut crazy aktuell. Wirklich, jeder, der nicht Batsche abgeschlossen hat, ihr tut mir wirklich leid. Ja, okay. Kaká aus dem Hinterhalt. 4:1. Gegner bekommt auch nochmal eine Kiste. 4:2, aber sollte nichts ändern. Und damit gewinnen wir auch das Spiel und stehen 15:1. Also der Traum von Rang 1 erlebt noch. Damit haben wir jetzt ein Spiel um die 16 Siege, was schon mal sehr wichtig wäre. Der Sturm ist heftig. Und wir kassieren das 1:0. Der Gegner ist sehr gut. Ah, das geht ein bisschen zu schnell gerade. Ja, das ist der Anschluss, so ist es. Ja, Mbappé 2:2. Ah, mit meinen eigenen Waffen geschlagen. Och nee. Ah, das ist bitter, dass wir das kassieren. Ah. Ja, wir kommen wieder ran. Mbappé auf Lever und er gleicht aus. Boah, was eine Hütte, Eusebio. Mann, was ist das für ein Spiel? Hilfe. Mbappé 5:5. Und damit geht's in die Verlängerung. Wirklich ein heftiges Spiel.
Ja, spielt er sehr gut, wirklich. Also was das für ein Game ist, crazy. Kunda Nanji, sie ist zurück. Und damit gibt's Elfmeterschießen nach einem 6:6, was jetzt entscheiden wird, wie es weitergeht. Ja, den ersten Hammer. Komm, wenn wir den jetzt halten, haben wir gewonnen. Und wir haben ihn und wir gewinnen ein unfassbar umkämpftes Spiel. 16:1, der Traum von Rang 1 lebt. Und das zu gewinnen, tut extrem gut, weil das war crazy, dieses Game. Hilfe, dickes GG. 3 Games noch gegen Schmeichel, Lai, Maldini, Lai erneuen. Na moin. Ah, Martinelli drückt uns die erste Kiste. Gegner macht einen sehr guten Eindruck. Da ist ganz viel Platz für Mbappé. Ach man, da hat bei mir hinten gar nichts gestimmt. Kaka 2:2 noch vor der Halbzeit. Ah, nach einem Abwehrfehler gebe ich das nächste Tor her. Schade. 4:2, das wird jetzt natürlich schwierig. Der Gegner ist eigentlich absolut machbar. Spielt nur auf Ballbesitz, ist extrem ekelhaft. Wir bekommen einen Elfmeter. Komm, Luka Modrić. Ja, macht ihn rein. Oh mein Gott. Ich schenke ihm schon wieder ein Tor. Ich habe ihm 2 Kisten geschenkt. Wir kriegen wieder einen Elfmeter. Ey, das nervt mich gerade so sehr, weil ich ihm 2 Tore komplett geschenkt habe. Sonst hätten wir das Ding auch gewinnen können, sage ich euch ehrlich. Schade. Die Niederlage habe ich mir leider komplett selbst zuzuschreiben. 2-mal genau vor meinem eigenen Tor ihm den Ball zugepasst. Bitter. Damit muss ich jetzt die letzten 2 Spiele gewinnen, um nochmal einen besseren Rang zu erreichen. Und das sind sehr viele Goldkarten. Da habe ich immer richtig Angst. Das könnte auch so ein Zweit-Account von einem Öler sein, der einfach nicht genug vor der Weekend League bekommt und dann noch einen zweiten Account hochschwitzt. Genau so sieht das Team für mich aus. Mbappé trifft aber direkt zum 1:0. Oh, es gibt Elfmeter. Wichtig. Komm, Lewandowski rechts oben in den Winkel. Ja, sauber. Batscha, Plonk. Junge, der kommt angeflogen. Wichtig. Gegner meldet direkt die Pause an. 3 schnelle Tore. So will ich das sehen. Der Account war schon 2 Jahre alt, also ein neuer Account war es definitiv nicht. Damit haben wir ein Entscheidungsspiel. Leider nicht um die 19 Siege. Wir schaffen das safe noch dieses Jahr. Ich bin mir echt sicher, dass wir es dieses Jahr noch packen. Also nicht im Jahr 2023, aber in der FC 24 Saison. Aber jetzt erstmal 18 eintüten. Das wäre auch sehr nice. Letzter Gegner. Was hat er am Start? Bruder. Dieser Angriff ist halt wirklich abartig. Oh nein, es geht schon wieder los, dass ich da hinten so einen Käse mache. Boah, das ist ein starker Pass und das 1:1. Lewandowski, schöner Schuss zum 2:1, wir führen. Ach Bro, wirklich. Also die 2 Tore, die der Gegner geschossen hat, oh, es tut weh. Es tut weh, wenn das dann am Ende entscheidend ist. Let's go, Mbappé, wir führen wieder. Und das ist hochverdient, weiter jetzt. Kaka, oh, nice, 4:2. Kaka, 5:2. Die Trivella-Schüsse von Kaka im 16er gefallen mir auch unnormal gut. Ich liebe Kaka, ey. Wahnsinn, wirklich. Seit er sein +1 Upgrade bekommen hat, ist er auch um 500k gesunken ungefähr. Also das ist crazy. Aber ey, Stand jetzt, ich werde den nicht verkaufen. Ich weiß nicht, wann ich den verkaufen soll. Und es mag crazy klingen, weil ich vor kurzem gesagt habe, das können wir nicht machen. Aber ich bin echt am Überlegen, den Kaka rot zu färben. Dann ist er halt untrade. Ja, aber es wäre halt schon völlig lost, muss man sagen. Das sieht gut aus. Player Lock auf Lock zum 6:2. Maguire Air Fryer. Cooler Spieler, Teamname muss ich sagen, Vereinsname. Aber der wurde nach Hause geschickt und damit holen wir ein 18:2, womit ich natürlich wieder 10 von 10 zufrieden bin. 19 wäre drin gewesen, gar keine Frage. Aber wir standen auch 8:1 und daraus ein 18:2 zu machen ist auch sehr, sehr gut. Also damit bin ich 10 von 10 zufrieden. Nochmal kurz zu Gabriel Martinelli, bevor wir jetzt die Packs ziehen. Er war sehr, sehr nice, fühlt sich extrem gut an am Ball und macht definitiv richtig Laune. Er hat bloß nicht so viele Tore geschossen und Vorlagen technisch. Ja, 11 Spiele, 3 Tore, 1 Vorlage. Klingt jetzt nicht so nice, wenn man das mit einem KK vergleicht. Der legt nämlich deutlich mehr Kisten auf. Aber wir müssen dem, glaube ich, einfach ein bisschen Zeit geben und dann wird es schon. Er gefällt mir unter alles in allem sehr gut. Sagen wir es mal so. Wir gehen
rein in die Player Picks. Starten mit Sandra Panjos, 87. Nice. Machen weiter mit Kimmich, okay. Auch sehr, sehr gut. Und beenden das Ding. Komm, noch ein Walkout und ich bin zufrieden. Nice. Pop. Mega gut. Mega, mega gut. So will man das doch sehen. Weekend League Beste, Alter. Wenn man gute Ränge in der Weekend League holt, kriegt man so viel Futter. Ich liebe die Weekend League. Sage ich euch offen und ehrlich. Es ist einfach nice. Es macht mir seit Wochen unfassbar viel Spaß, auch die Weekend League zu spielen. Und ja, natürlich liegt es auch zu einem sehr großen Anteil daran, dass ich jetzt jede Woche 16 oder 18 Siege hole. Ich glaube jetzt 5 Weekend Leagues in Folge, 16 oder 18 geholt, also das ist echt heftig. Und damit machen wir weiter mit 2 Wundertüten. Da kann man jetzt Trailblazer, Centurion, Triple Threat, Prolife oder Thunderstruck ziehen. Thunderstruck wäre sehr cool. Wir gehen rein in die erste Wundertüte und das ist Centurion. Brasilien, ZM. Das ist Thunderstruck, Joey Linton. Es kracht wieder dermaßen. Ich meine, den habe ich auf einem anderen Account gezogen. Ich glaube, das Video dazu kommt morgen online. Nehme ich mit, immerhin ein Walkout, der kostet aber gar nichts. 14k, das ist so heftig. Und wir ziehen direkt die zweite Wundertüte hinterher. Das ist wieder... Ach, keine Ahnung, Alter. Ich bin so lost. Keine Ahnung. Centurions Guardado. 85. Na, das ist halt leider nicht so gut. Okay, beide Wundertüten waren jetzt nicht wirklich der Kracher. Aber, naja, was soll's. Die Tradable Packs sind's, auf die es ankommt. Wir starten rein ins erste 125k Pack. Walkout ist da. Und zwar Saka oder Mead. Es ist Saka. Leider nur einer. Da geht definitiv mehr. Aber immerhin haben wir einen gezogen. Es gibt auch mit Sicherheit schlechtere Rewards. Und wir ziehen noch einen Inform. Den packe ich auf die Transferliste, denke ich. Und auch Saka packe ich nach oben. Rapinoe auch. Und die restlichen packe ich, glaube ich, in den Verein. Weil, fragt mich nicht, wieso. Ich habe selber keine Ahnung. Wir machen weiter. Ein weiteres 125k Pack. Das erste war solide. Das zweite ist kein Walkout. Perfekt. Frankreich. Wer war's? Matteo, 84. Joa, das war... nicht so gut. 84er, 83er wieder nach oben. Und damit kommen wir zu den Packs, um die es auch geht und die jetzt wirklich abliefern können. 4x85 plus oder 2x86 plus. Wir ziehen erst das Double Walkout Pack. Keine Spezialkarte leider. Norwegen, ZOM, Ødegaard, okay. Ødegaard ist der erste, das bedeutet der zweite auch 87 oder höher. Und zwar Renard, die gute alte Vandy. Ist okay. Ist okay, nehme ich mit. Da kann man schlechtere Karten ziehen. Und damit, Freunde, beenden wir das Video mit dem 4x85 plus aus dem Pack. Haben wir damals KK gezogen und jetzt ziehen wir einfach Tradable Pelé. Wir ziehen keine Spezialkarte. Das ist Endler mit einer 88, was schon mal ein guter Start ist für einen Double Walkout. Und Nummer 2 ist Irene Paredes. Irene, Junge, ich muss mir wirklich ein Trikot holen. Irene Paredes, Parejo und Laporte. Ist okay, ist okay. Alles in allem ganz okay. Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Hat mir auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht, heute die Weekend League zu ballern. War sehr erfolgreich. Team macht 10 von 10 Bock. Unfassbar, wirklich. Unfassbar. Blanc mittlerweile mit 27 Toren. Batscher mit 78 Vorlagen. Wirklich crazy. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Checkt hier noch ein aktuelles Video ab. Dann sehen wir uns morgen wieder. Macht's dann gut, haut rein und ciao.